Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde auf YouTube, hier bei Yooka-Laylee. Wir hatten hier beim letzten Mal diese Scheibe entdeckt, sage ich mal. Und wollen jetzt mal versuchen. Die kriegen wir aber damit gar nicht kaputt, sehe ich gerade. Okay. Offenbar geht das damit nicht. Ich probiere es jetzt noch einmal. Aber ich glaube, das ist nicht... Oh. Nee, ich glaube, das ist nicht das Rätsels Lösung, meine ich. Ach, und dann fällt er hier auch noch dauernd runter. Na gut, wir gehen erstmal wieder raus. Ich glaube, da brauche ich noch eine andere Fähigkeit dafür. Denke ich zumindest. So, wir haben ja das Molekül beim letzten Mal gefunden. Ich werde mal gucken, was ich damit so erledigen kann. Denn ich weiß ja, wo diese gute Dame gerade sich befindet. Da hinten ist noch was. Achso, da kommen wir dann wahrscheinlich raus. Hilfe, ich werde hier unten von Dornen zerpiekst. Ich komme hier nicht rein, ne? Ist gegen Wind, ja. Okay. Pass mal auf, wir gehen mal zu Dr. Paz. Komm, tauch mal auf, Yooka. Oh, gerade so, ey. Ja, wir gehen mal zu Dr. Paz, nachdem ich mir diese Noten, sag ich schon, diese Federn da geholt habe. So. Da drüben ist auch Rextro. Da könnten wir eigentlich auch mal hin. Nee. Ich gehe jetzt erstmal und schau mal, was ich hier mit dem Molekül anrichten kann. So. Geht's hier hin? Geht's hier überhaupt irgendwo hin, ist die Frage. Wartet mal, hier hinten ist noch ein Weg, oder? Ist hier irgendwas, weil ich hier lang kann? Mal gucken. Nö, scheint aber nichts zu sein. Tja, wer weiß. Wer weiß, wofür das gut war. So, da ist er auch schon, die Gute. Achso, wartet mal, ist hier vielleicht ein Durchgang? Moment. Hier so? Versteckt? Nein. Na gut. Guten Tag. Was hast du dieses Mal für uns, Doc? Oh, hallo, ich hatte nicht mit euch gerechnet. Zu schade, dass sich unsere Wege an einem solchen klammen und muffigen Ort kreuzen müssen. Ich dachte, du würdest dich inmitten des Schiffs wie zu Hause fühlen. Da fällt mir was ein. Ich habe eine ganz besondere Transformation vorbereitet. Die nächste Gestalt ist sogar so mächtig, dass dieser Dummkopf Dr. Quack sie gar nicht verstehen wird. Wir sind bereit, Doc. Wir haben dein Molekül schon dabei. Super, tritt auf die Transformationsplatte und drücke A, um den DNA-Tor zu starten. Das machen wir doch sofort. So. Seid ihr bereit zur Transformation? Ja. Wir sind bereit. Hervorragend. Eine Transformation nach meinem Geschmack. Was drücke L, B und Z, L? L, B und Z, L. L, B und Z, L. Okay. Um mit dem Schwarm zu schwimmen und Y, um anzugreifen. Wir sind Fische. Aha. Okay.
Okay. Nee, runter. Runter. Wartet mal, kann ich hier? Ah, ich kann mit dem Fischschwarm aber einfach da rein. Okay. Das heißt, ich kann ja auch hier dann... Wartet mal. Knochen. Kann er doch hier rein, ja? Ja, kann ich. Okay. So. Dämmerschacht. Dann geht's da auf. Ich verstehe. Moment. Hilfe. Da sind noch Knochen. Runter. Nein. Hilfe. So. Och, das ist aber... Also... Vorsicht. Ja. Hoch. Okay. So. Jetzt runter. Aua. Nach unten, nach unten, nach unten. Okay. Aua. Nach unten, nach unten, nach unten. Okay. Sehr gut. So, runter, 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 runter. Verdammt. Okay. Aber das lenkt sich so beschissen irgendwie. Nee, hoch. Oh mein Gott, wie sich das beschissen lenkt. Ich sag's euch. So. Weiß nicht, ob das was bringt, wenn ich die alle umbringe. Wahrscheinlich nicht. Oder? Hm. Ich glaube nicht. Okay, jetzt müssen wir hier lang. Gut, 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 gut. Da geht's, glaube ich, weiter. Sehe da oben über mir halt nichts. Wie lang? Rollwagen am Boden, rettet mich! Hey, ihr, holt mal einen Bernardiner, der lange die Luft anhalten kann. Okay. Wie ist das denn passiert? Ein Unterwassermüllsammler wie ich weiß, dass dieser Beruf gefährlich ist. Aber die fallenden Knochenhaufen haben sogar mich überrascht. Jetzt bin ich erledigt. Keine Sorge, wir haben dich im Nu wieder aus diesen Knochen befreit. Okay. Ja, das kriegen wir ja hin. So. Ah, viel besser. Hier, diesen Papiermüll habe ich vorher gefunden. Ein bisschen schmutzig, aber der Müll des einen heroischen Rollwagens ist der Schatz eines anderen Abenteurers, sagt man doch. Cool, genau auf das hatten wir gehofft. Okay. Da ist ein Pinchy. Supidupi. Danke nochmal für den Pagey. Kommst du mit an Land? Die
die Knochen. Sie haben meinen Geist wie meine Räder gebrochen. So werde ich hier wohl den Rest meiner Tage verbringen. Außer ihr beide möchtet mich vielleicht hier raustragen. Nein, ich glaube nicht. Sorry, wir sprechen keinen Rollwagen. Gehen wir, Yuka, der kommt schon klar. Oh. Okay, wartet mal, Leute. Mein Telefon klingelt gerade. Ich muss mal eben eine Pause machen. Einen Augenblick, bitte. So, Freunde, da sind wir wieder. Sorry, hatte gerade einen wichtigen Anruf, deswegen musste ich mal eben schnell eine Pause machen. Aber wir machen jetzt hier weiter. So, ich glaube, in dem Bereich sind wir fertig. Da kommen wir also wieder raus. Hier. Mal gucken, wo wir da jetzt rauskommen. Ich denke... Ah, nee, doch nicht. Okay. Ich habe gedacht, wir kommen vielleicht da wieder raus. Aber nein. Wartet mal. Na, hier wird mir das ja nichts bringen, wenn ich da reinschwimme. Da ist ja... Kann ich ja nichts machen eigentlich. Da ist ja diese Scheibe. Ja, nee, das bringt mir gar nichts. Weil ich hier ja nicht raus kann. Nee, da drehen wir direkt wieder um. Das bringt ja nichts. Da muss ich erstmal gucken, dass ich noch eine andere Fähigkeit bekomme. Was ich allerdings mal noch versuchen könnte... Ob ich, wenn ich diese Bomben gefressen habe, vielleicht schwerer bin und dann durch die Scheibe durchbrettern kann. Das habe ich nämlich noch gar nicht ausprobiert. Können wir dann mal vielleicht noch machen. Sonst ist hier aber gar nichts. Ich glaube, das war's schon mit den Fischen, ne? Das war alles, was wir hier machen konnten, denke ich. Ja, da komme ich ja nicht rein. Kann mal versuchen, die Note noch zu kriegen. Ja, supi, die habe ich wenigstens, aber die andere kriege ich, glaube ich, nicht. Oder? Nee. Nee, na gut. Da brauche ich erstmal noch eine andere Fähigkeit. Beziehungsweise, wie gesagt, muss man mal gucken, ob ich da eventuell durchbrettern kann, wenn ich kein Fisch bin und diesen Dings gefressen habe. Wo ist denn jetzt hier? Da muss ich, glaube ich, hin. Um mich wieder zurückverwandeln zu lassen. Ja. Gut. Ja, bitte. So, ich hatte jetzt auch zwischendurch leider den Timer nicht anhalten können. Aber ich glaube, mehr als ein, zwei Minuten waren das jetzt nicht, die wir da verloren haben. Gut, dann gehe ich jetzt nochmal da rein. Und dann probieren wir mal, ob ich eventuell durch dieses durch die Scheibe donnern kann, wenn ich halt diese Bombe gefressen habe. Schauen wir mal. Okay. So. Oh, warte, jetzt muss ich erst wieder hier die ganzen Fuzzis abknallen. So. Dann hole ich mir nochmal einen... Nee, Moment, da ist noch einer. Komm mal her. Autsch. Autschen? Nein! Ah! Krieg ich den denn weg? Na gut, probieren wir es mal. Ach, wie springe ich denn? So. Nochmal. Nee. Ich kann gar nicht darüber hüpfen, glaube ich. Na gut, dann eben nicht. Da brauche ich wohl doch erstmal eine andere Fähigkeit. Da oben komme ich auch nicht ran. Also gut, dann können wir hier erstmal weitergehen. Und dann gehe ich jetzt mal da lang, wo ich eben die ganzen Federn gefunden habe. Wo wir dann auch den Rextro gesehen hatten. Mal gucken.
Ja, hier war ja das... Genau, da war ja das mit dem Wagen. Und... Nein, nicht... Na. Da drauf, bitte. So, vielleicht ist ja hier auch in der Nähe gerade irgendwo seine Münze. Hier unten vielleicht zufällig gerade? Nee. Aber da ist noch ein Schmetterling, den ich gerne hätte. Hallo? So. Ich bin so blöd, springe ich da einfach drüber. Ich bin so dumm manchmal. Da ist Rextro, ja. Da ist offenbar nichts da hinten. Na gut, gucken wir mal, wo wir seine Münze herbekommen. Ist doch meistens irgendwo in der Nähe. Vielleicht hier direkt dahinter? Nee. Da drüben war sie auch nicht. Hallo. Vielleicht oben drauf? Nee. Na gut, da müssen wir wohl nochmal weitersuchen. Wir kommen nochmal wieder, Rextro. Ich habe deine Münze leider noch nicht, mein Lieber. Okay. Vielleicht ist die ja hier irgendwo. Drumherum laufen und gucken, ob sie hier irgendwo vielleicht versteckelt ist. So. Sieht aber auch nicht danach aus, Leute. Nee, nee. Ah, hier haben wir den wieder. Ja, das mache ich jetzt gerade nicht. Da bin ich gerade ein bisschen... muss man gleich mal gucken. Vielleicht gleich, wenn ich hier einmal drumherum gelaufen bin. Mal, was ist da drüben? Komme ich da hin irgendwie? Weiß es nicht. Ich kann es mal versuchen. Nein. Ah, dumm. Jetzt komme ich hier wieder nicht raus, ne? Oh nein, ich bin so blöd. Das war blöd. Das war richtig blöd, Willi. Ja. Na, ich sterbe dann mal kurz. Wo kommen wir jetzt wieder raus? Ich hoffe nicht da im Wasser, dass ich den ganzen Weg nochmal laufen muss. Oder beim Anfang. Ah, doch im Wasser. Na gut. Immerhin besser als der Anfang. So weit war das jetzt nicht. Das war ja gleich hier hinten. Ah, ich bin so doof. Warum probiere ich denn solche Sachen auch immer, ne? Was soll's. Dann sind wir ja schon fast wieder da, wo wir eben waren. Wenigstens haben wir jetzt wieder volle Energie, das ist doch schon mal was. Laufe ich mal jetzt in die andere Richtung, dann kürzen wir das Ganze ein bisschen ab. So, hier könnten wir reingehen. Geh weg. Da könnten wir reingehen. Und dann hatten wir ja noch, wie gesagt, das Kart. Ich glaube, das mache ich mal zuerst. Wo war das? Irgendwo hier hinten. Hier, glaube ich, ja. Na gut. Ich hoffe mal, ich kriege das diesmal ein bisschen besser hin. Hallo? Sieh an, sieh an!
Die modernen Helden wollen wieder eines von Katos altmodischen Lorenabenteuern erleben. Sicher, dass du nicht zu antiquiert für dass die nicht zu antiquiert für euch neumodische Helden sind? Ha! Er hat recht, sie sind zu antiquiert. Gehen wir, Yuka. Nein, warte, war doch nur Spaß, Freunde. Bitte fahrt mit mir. Es ist sehr einsam hier draußen. Okay. Lely, mach doch nur Witze, Katos. Fahren wir eine Runde. Manometer, wenn ihr den Pagey wollt, müsst ihr diesmal 125 Edelsteine sammeln. Okay. Auf geht's. 125. Nee, brauchst du nicht. Ah, das ist nicht euer erstes Rodeo. Okay, ja. Na, dann wollen wir mal gucken. Kriegen wir das schon hin irgendwie? Konnte ja auch schießen, ne? Mit Y. Ja. Hoppala. Ups. Was mache ich denn? So, das war schon mal richtig blöd. Ich will mal hier oben lang. Wir können doch einfach drüber springen. So. Shit, shit, shit. Boah, 128. Mist. Nee. Ich hätte unten lang fahren sollen. Warum? Egal. Sechsundzwanzig. Wieder nicht gekriegt. So, wartet mal, ich will mal hier ganz oben lang. Geht nicht, okay. Warum denn? Oh, so wenige. So wenige nur. Was soll ich das denn machen? Hä, wie soll ich das denn machen? Hoppala. Verdammt. Okay. Gibt es ja 1 Million Wege. Einfach. Oben lang, oben. Nein. Oh, das war das falsche. Oh ja, genau. Okay, irgendwie fahre ich hier immer in so eine Schleife dann rein. Da hätte ich springen müssen, verdammt. Ich muss mir mal merken, dass ich an der Stelle springen muss. Jetzt versuche ich mal gleich unten entlang zu kommen. Okay. Nein, oh Mist. Vielleicht kriegen wir die noch zusammen. Ja. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die habe ich. So, nicht mehr viele. Vielleicht, wie gesagt, kriegen wir die noch zusammen. Wie komme ich denn... Ah. Wie komme ich denn... Ah, sehr gut. 5. Ah, und hier ist dann das Ende. Verstehe. Hm. Mist. Boah, es ist schwer. Eieiei. Ja, wir versuchen noch einmal. So viele Hindernisse im Weg und so viele verschiedene Wege auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gut. Muss die Strecke mir erstmal einprägen. Mist. So, da jetzt bremsen. Verdammt. Nein, oh Gott.
So. Mist. Aber egal. Was? Einfach aus der Strecke gesprungen? Wie bitte? Es lief doch gerade so gut. Verdammt nochmal. Okay, Leute. Ja, ja. Nein, jetzt gerade nicht. Nein. Wir haben gerade zu tun. Ja, vielleicht später. Ich versuche das ein anderes Mal nochmal. Ich bin da gerade ein bisschen zu fisselig dafür. Leute, ich würde jetzt aber mal die Folge beenden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gerne auch den einen oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei bei Yooka-Laylee. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.